Ja, too good to last. Oder auch droht der Abschwung. Oder auch, ich habe fast allen Thesen zustimmen können, außer den Europäern wird es schwerer gemacht als den Amerikanern. Nein, ich bin bedingungsloser Optimist. Und das nächste Facebook, Google oder Amazon wird aus Europa kommen. Wir haben eine solche Kraft in Deutschland und wir haben eine solche Kraft in Europa. Und der Grund ist klar. Es gab die erste Datenrevolution, das war der Buchdruck. Und der hat unsere Welt verändert über hunderte von Jahren. Es gab die zweite Datenrevolution und das war die Internetdatenrevolution. Und die hat unsere Welt verändert in nur 20 Jahren. Und sie hat Unternehmen kreiert wie Google, Facebook und Amazon. Und diese Unternehmen sind gewachsen dadurch, dass Menschen Daten mit ihnen geteilt haben. Bewusst Daten mit ihnen geteilt haben. Was suche ich? Was mag ich? Wo möchte ich hin? Der Unterschied zwischen der zweiten und der dritten Datenrevolution, und die dritte Datenrevolution ist die Revolution für Europa. Der Unterschied zwischen der zweiten und der dritten Datenrevolution ist, dass nun Daten gesammelt werden von Geräten und wir unbewusst Daten mit den Tech-Unternehmen teilen. Die Tech-Unternehmen also mehr wissen, als wir über uns selbst wissen. Und das bedeutet eine riesige Manipulationskraft dieser Tech-Unternehmen. Das Awareness der Bevölkerung wird steigen. Und dann gibt es das oft verschriene Europa zwischen den USA und den Chinesen. Wo sollen sie sich positionieren? Aber dieses kleine Europa hat etwas, was die USA und Asien nicht haben. Und zwar ein Verständnis für den ethischen Umgang mit Daten. Und dieses Verständnis ist die Quelle, ist der Nährboden für das Entstehen von Geschäftsmodellen, die die Gewinner dieser dritten Datenrevolution sein werden. Davon bin ich überzeugt. Und Europa wird die Rolle in unserer Welt einnehmen, die dazu führt, dass die Masse der Bevölkerung sich nicht wie in den letzten Jahrhunderten oftmals ausgenutzt fühlt. Und die Gefahr der Zukunft ist natürlich, dass sie sich irrelevant fühlt. Die Rolle Europas und der Ventures und der Unternehmer wird sein, dass die Menschen wieder in den Besitz ihrer eigenen Daten kommen. Digitale Identität braucht auch Menschenrechte und das ist die Rolle Europas. Und das nächste Facebook, Google und Amazon kommt hierher. Hierher. Okay? Und warum mache ich denn Versicherungen? Ja, was ist denn jetzt hier meine Rolle in diesem Ganzen? Also eigentlich ist der Grund, warum ich Versicherungen mache. Ich wollte nie was damit zu tun haben. Also mein Vater kommt aus der Versicherungsindustrie, Versicherungsmakler. Wir waren immer bei Familienfeiern, mein Onkel war Pilot, eine Traube Menschen um ihn herum, die tollen Geschichten, mein Vater Versicherungsmakler und niemand hatte Lust auf seinen Sales Pitch, also stand er allein in der Ecke. Also für mich war klar, Versicherung ist nichts für mich. Ne? Aber ich habe mich damit auseinandergesetzt und habe die riesige Opportunität gesehen, mitzuarbeiten an dem Wandel von einem sehr, sehr wichtigen Produkt für unsere Gesellschaft. Das Versicherungsprodukt ist komplex, intransparent und nicht kundenfreundlich. Und es gibt einen Grund dafür. Und der Grund ist, Versicherung ist das schönste Geschäftsmodell in einer kapitalistischen Welt. Wir haben Kunden, die zahlen Geld ein. Man muss das Geld nicht sofort wieder zurückzahlen. Also kann man das Geld nehmen und investieren. Und dann macht man Kapitalerträge. Und im Durchschnitt zahlt man weniger an die Kunden aus, als sie eingezahlt haben.
Also eine Geldmultiplikationsmaschine. Über Jahrzehnte mussten die Versicherungs-CEOs nur eine Sache tun. Wie schaffe ich mit einem abstrakten Produkt mehr Geld in meine Geldmultiplikationsmaschine zu bekommen? Und wie macht man das? Nicht, indem man kundenfreundliche Produkte kreiert, sondern indem man Produkte für Vertriebler kreiert. Und diese Vertriebler, die wollen auch keine Transparenz, sondern die wollen ein Produkt, was verwirrt, was kompliziert ist, um nicht aus Simplizität und Kundenfokus zu verkaufen, sondern aus Angst. Und so haben sie es geschafft, riesige Balance Sheets aufzubauen. Und das wird nicht mehr akzeptiert. Die Zukunft des Versicherungsprodukts ist anders. Instant, convenient, simple, transparent. Und das kreieren wir. Versicherung ist auch kein schönes Produkt von Natur aus. Also zunächst mal gibt man so ein paar statische Variablen an. Ja? Dann kriegt man einen Preis. Dann bezahlt man monatlich oder jährlich. Und man ist nicht so sehr engaged mit dem Produkt. Also man hat kaum Touchpoints. Die Zukunft von Versicherung wird ganz anders. Die IoT-Datenrevolution wird dazu führen, dass wir in Echtzeit das Risiko um dich herum berechnen können. Und was das bedeutet, ist, dass wir auch in Echtzeit dich über Risiken informieren können. Und was das bedeutet, ist, dass wir auch in Echtzeit dich davor bewahren können, überhaupt in Risiken zu gehen. Versicherung der Zukunft wird ein Dienstleistungsgeschäftsmodell mit einer finanziellen Dienstleistung als Add-on. Aber die Marge ist eine Dienstleistungsmarge. Ein Lebenscoach, der dich davor bewahrt, in Risiken zu gehen. Du hast die Wahl zu sagen, nein, ich möchte nicht in dieses Risiko, danke. Ja, ich gehe in dieses Risiko und weiß, dass ich perfekt abgesichert bin. Oder ich gehe in das Risiko und weiß, dass ich das Risiko selber tragen muss. Ein Lebenscoach, eine Dienstleistung mit einer finanziellen Dienstleistung on top. Komplette Veränderung. Und was uns angetrieben hat zu unserem Geschäftsmodell ist, Versicherung heute, 91% aller Versicherungsprodukte werden von einem Menschen verkauft. Versicherung morgen, komplett digital, aber der Mensch wird trotzdem benötigt. Wenn es um Fragen geht rund um, wie sichere ich meine Familie ab? Wenn es um Fragen geht rund um, was passiert eigentlich mit meiner Familie, wenn ich sterbe? Der Mensch wird integriert in eine komplett digitale Customer Journey auf Knopfdruck, via Videokonferenz. Aber die Customer Journey wird komplett digital sein. Und genau darauf basierend haben wir unser Business aufgebaut. Und was haben wir bislang erreicht? Also wir haben jetzt ungefähr 200 Mitarbeiter. Wir haben das WeFox-Geschäftsmodell. Das ist unser Vertriebsgeschäftsmodell. Das werde ich gleich mal erklären. Und wir haben vor einem Jahr eine eigene Versicherungsgesellschaft lanciert, die perfekt integriert ist in das WeFox-Geschäftsmodell. Ich werde auch mal erklären, was wir da machen und wie wir diese Zukunft, die ich gerade beschrieben habe, auch probieren, vorwärts zu treiben. Und wir haben natürlich super Investoren an Bord und konnten gerade eine tolle Finanzierungsrunde, eine Series B, 125 Millionen Dollar, announcen und gehen jetzt wirklich absolut in den Wachstumsmodus. Also zunächst mal zu dem Geschäftsmodell von WeFox. 2015 gestartet und alles basiert auf der Hypothese, heute werden nur 91% aller Versicherungsprodukte von einem Menschen verkauft. 50% über den Makler, 41% nach Prämien über den Tied Agent, also den Ausschließlichkeitler. 9% nur direkt. Experten vor 10 Jahren haben gesagt, direkt wäre jetzt doppelt so groß, wie es heute ist, nur 9%. Und der Maklermarkt ist ein unglaublich spannender Markt. 15 Millionen unabhängige Makler weltweit mit 3 Milliarden Kundenbeziehungen. Und die arbeiten wie 1990. Keine Technologie, keine Effizienz, vielleicht ein Termin pro Tag. Die Kundenbeziehung
ist auch weit entfernt von dem, was Kunden in anderen Bereichen, der gleiche Kunde in anderen Bereichen seines Lebens gewohnt ist, in Echtzeit sofort alles zu bekommen, was er will. Und deshalb haben wir uns auf diesen Bereich fokussiert als Markteintrittsstrategie, um Versicherung nachhaltig und ganzheitlich zu verändern. Zunächst mal haben wir eine Plattform gebaut für Versicherungsmakler. Der Versicherungsmakler bringt seine Kunden auf unsere Technologie. Das sind im Durchschnitt ungefähr 300 Kunden, die er auf unsere Technologie bringt. Und alle seine Kunden bekommen ein Digital Wallet mit einer Übersicht über alle ihre Versicherungspolicen. Kranken-, Leben- und Sachversicherungsprodukte. Und nutzen nun dieses digitale Wallet als Single Point of Contact für alle Versicherungsthemen in ihrem Leben. Das heißt, wenn Sie Fragen haben, bekommen Sie in Echtzeit Antwort. Wenn Sie einen Schaden haben, bekommen Sie sofort Feedback. Aber wenn was komplizierter wird, können Sie auf Knopfdruck sich mit Ihrem Makler via Videokonferenz verbinden und die schwierigen Themen werden gelöst. Ein Single Point of Contact für den Versicherungskunden. Für den Makler geht es nicht nur um die reine bessere Bestandesbetreuung, sondern wir generieren Neukunden für den Makler in seiner direkten Umgebung. Das heißt, ein Kunde kommt rein, wird mit dem besten Makler in seiner Umgebung vernetzt. Wir terminieren den Termin, wir bereiten den Termin vor und er verbindet sich mit diesem Kunden via Videokonferenz in Echtzeit und kann jetzt 10 Termine machen pro Tag anstatt nur einen. Und was haben wir für den Makler geschaffen? Also der kommt auf unsere Plattform mit ungefähr 300. Im ersten Jahr steigern wir das auf ungefähr 600. Wir verdoppeln das. Das Prämienvolumen, was sein Bestand bezahlt, verdoppelt sich oder mehr als verdoppelt sich. Weil wir ein Upselling machen für den Makler und ihm Neukunden bringen mit dem Fokus auf neues Geschäft. Aufgrund von unserem Geschäftsmodell, also wir sind zwischen dem Einzelmakler und der Versicherungsgesellschaft als sogenannter Pool. Das heißt, je stärker wir werden, desto besser auch unsere Verhandlungsposition gegenüber Versicherungsgesellschaften. Ja. Haben wir eine viel höhere Marge auf Versicherungsprodukte. Also circa 26 im Vergleich zu 18. Also der einzelne Makler, und wir haben jetzt 1500 auf unserer Plattform, steigert seinen Umsatz von im Durchschnitt 42.000, bevor er auf unsere Plattform kommt, zu 148.000. 100.000 bekommt er und unsere Marge ist ungefähr 30. Glückliche Kunden und glückliche Makler. Unglückliche Versicherungsgesellschaften. Versicherungsgesellschaften reduzieren ihre Marge in Zusammenarbeit. Je stärker wir werden, desto stärker wird unsere Marktposition, unsere Verhandlungsposition. Und da habe ich mich zusammengesetzt mit den Partnern, wir haben mehr als 300 Versicherungsgesellschaften, um zu verstehen, wie können wir dieses Geschäftsmodell nachhaltig für euch auch gestalten. Und wir haben eine Lösung gefunden. Wir bauen ein drittes Interface, einen dritten Zugang zu unserem WeFox-Ökosystem. Nicht nur die Makler haben Zugang, nicht nur die Kunden, sondern auch ihre Versicherungsgesellschaften. Und ihre Versicherungsgesellschaft könnte in Echtzeit die Daten auf der WeFox-Plattform von Kunden analysieren, die interessantesten Kundengruppen raussuchen, eure Produkte in Echtzeit anpassen, Time to Market von einem neuen Versicherungsprodukt auf 60 Sekunden reduziert, Echtzeitanpassung von Preisen und dann Real-Time-Sales-Campaigns laufen lassen und ein Cockpit haben, wo ihr die Umsätze in dem digitalen Vertriebskanal von WeFox in Echtzeit seht und anpassen könnt. Und die fanden das super. Und dann habe ich mich mit den großen Gesellschaften hingesetzt und dann sitzt man immer in diesen großen Konferenzräumen mit ungefähr 30 Leuten, von denen 18 nie was sagen in diesem ganzen gesamten 6-Stunden-Meeting. Ja? Und da habe ich gemerkt, wenn ich das so weitermache, dann rede ich für 5 Jahre, aber entwickle überhaupt gar nichts. Und deshalb haben wir uns entschieden, unsere eigene Versicherungsgesellschaft zu lancieren, als erster Partner, der auf dieser Plattform in die WeFox-Plattform integriert ist, aber für den Rest der Versicherungsgesellschaften diesen Zugang ebenfalls ermöglicht und diese digitalen Chancen ebenfalls ermöglicht. Also ein komplett digitaler Risikoträger mit jetzt fast 80.000 Kunden nach nur 12 Monaten. Damit sind wir
unter den stärkst wachsenden Versicherungsgesellschaften in Deutschland, unserem Bereich, im Neugeschäft. Und wir sind die erste voll integrierte Versicherungsgesellschaft in den WeFox digitalen Marktplatz und ermöglichen diese Integration allen unseren Versicherungspartnern einen digitalen Zugang zum stärksten Vertriebskanal der Versicherungsindustrie, also dem Maklervertriebskanal, aber in Echtzeit und basierend auf Daten. Aber natürlich geht es um uns, um die wirkliche Revolution. Natürlich braucht man erstmal Substanz, eine Basis, um die wirkliche Revolution vorwärts zu treiben. Und die wirkliche Revolution, also IoT, wird alles revolutionieren, auch Versicherung. Und was es bedeutet für Versicherung? IoT verändert Versicherung zu proaktivem Schutz vor wahrscheinlichen Ereignissen. Diesem Lebenspartner, von dem ich gesprochen habe. Deswegen. Und deshalb haben wir von Anfang an bei One, unserem Versicherer, darauf geachtet, dass wir Versicherungsprodukte so bauen, dass diese Zukunft möglich ist. Weil wenn du Versicherungsprodukte modular an das Leben des Konsumenten basierend auf Datentriggern anpassen möchtest, dann müssen wir zunächst mal dafür sorgen, dass diese Produkte wirklich hypermodular sind. Ja? Also nicht wie die alte Versicherungswelt monolithische Produkte, sondern man kann die Fahrradunfallversicherung rausnehmen und potenziell alleine versichern. Das zweite ist, man kann es an- und ausschalten basierend auf der Sekunde, nicht wie bei den alten ein Monat Laufzeit mindestens oder ein Jahr teilweise sogar, basierend auf der Sekunde an- und ausschalten. Also nur, wenn ich auf dem Fahrrad sitze, theoretisch. Und dann möchte ich natürlich, wenn ich aufs Fahrrad gehe, nicht vorher meine App rausholen, aktivieren und dann, wenn ich vom Fahrrad absteige, deaktivieren, sondern das Ganze muss über IoT-Devices getriggert werden. Und von Anfang an haben wir unsere Produkte so kreiert. Und das erste Produkt, was jetzt rauskommt, ist ein Travel-Produkt. Man überschreitet die Grenze oder kommt an den Flughafen und automatisch wird das Versicherungsprodukt aktiviert, aber nur für die Dauer der Anwesenheit im Ausland. Und sobald man wieder zurückkommt, wird es automatisch deaktiviert. Versicherung läuft mit und passt sich deinem Leben und deinem Lebensstil an und wird zu deinem ehrlichen Begleiter und Freund und wird sogar dafür sorgen, dass das Risiko der Gesellschaft minimiert wird und somit das Leben verlängert wird. Und das ist mein Schlusswort. Überlegen wir uns mal, was passiert, wenn unsere Lebensspanne erheblich zunimmt. Wir können trotzdem vom Auto überfahren werden oder irgendeinem Art von Fahrzeug überfahren werden und sterben. Aber wenn unser Leben erheblich länger dauert, dann ist das Risiko viel größer. Ich verliere 150 Jahre anstatt nur 50. Die zukünftigen Generationen werden die ängstigsten Generationen, die jemals auf diesem Planeten gelebt haben. Und deshalb wird Versicherung als Life Coach und als risikominimierender Dienstleister das wichtigste Produkt für zukünftige Generationen. Und das ist genau das, was wir hier bauen. Vielen Dank. Applaus